der Zielgeraden gewissermaßen den VfR Mannheim noch abgefangen hat. Die Offenburger sind sehr gut drin in den letzten Wochen gewesen und ob das die bekommen haben, das erfahren wir jetzt in einem Beitrag von Klaus Feldmann. Heiner Überle auf einem seiner letzten Wege zur Trainerbank von Wormatia Worms. Des Vorstands Zukunftspläne passten ihm nicht mehr. Trainer beim FV Offenburg wird künftig Bernd Schmieder sein, der heute noch im Mittelfeld die Fäden ziehen sollte. Die Offenburger, die sich erst am letzten Spieltag für die Endrunde qualifizierten, wirkten engagierter. Mittelstürmer Schwörer hatte nach 15 Minuten das 1:0 auf dem Fuß. Der Stuttgarter Ex-Profi Schmieder konnte im Mittelfeld schalten und walten, wie er wollte. Bei so viel Freiheit nimmt er die Einladung zum 1:0 gerne an. Nur kurze Zeit später wieder ein Schmiederpass und diesmal trifft Schwörer. Die Wormatia war bis dato selten im Offenburger Strafraum gesichtet. Schlösser beweist hier aber Übersicht und Uwe Eckel markiert das schmeichelhafte 1:2 Pausenergebnis. Nach dem Wiederanpfiff kam die beste Phase der Gäste, Öhrlein im Pech. Aber die Südbadener hatten ja noch ihren Bernd Schmieder, der der ersatzgeschwächten Wormser Abwehr gehörig einheizte. Vor allem die Offenburger Eckbälle brachten Gefahr. Unsicherheit bei Kunert und Anderle staubt zum 3:1 ab. Jetzt waren die Schützlinge von Trainer Rodinski nicht mehr zu bremsen. Benz hätte sich seine Schwalbe sparen können, denn Zakalic trifft auch so zum 4:1. Beim Südwest-Vizemeister vermisste man den letzten Biss in den Aktionen. Umständlicher kann man kaum mehr spielen. Was blieb, war die Hoffnung auf Freistöße. Ein Foul an Lutz Hoffmann. Beim Günther-Freistoß ist die FV-Abwehr nicht im Bilde und Torwart Müller fällt wie eine Bahnschranke. Nur noch 2:4. Nach vorne rollte der Offenburg-Express aber gehörig. Franz Benz machte sich auf und davon, nur im Abschluss mangelte es. Auf der anderen Seite ging das muntere Freistoßschießen weiter. Walli Günther hofft erneut auf Schussglück, vergebens. Man merkte der Wormatia einfach den moralischen Knacks durch die unverhofft verloren gegangene Meisterschaft an. Der FV Offenburg hingegen will unbedingt ein zweites Mal deutscher Amateurmeister.